Hallo zusammen, willkommen zu KFA 37-19. Das heißt, heute ist die 37. Folge von KFA. KFA heißt Kommentare, Fragen, Antworten. Alles, was ihr mit dem Hashtag KFA unter den Videos fragt oder kommentiert, das kann ich dann hier versuchen zu beantworten. Das mache ich ja momentan jeden Sonntag. Für die Neuen, die es noch nicht wissen, immer Hashtag KFA davor schreiben. Da kann ich das ein bisschen rausfiltern. Manchmal finde ich ja schon mal Sachen, wo nichts davor steht, die ich dann dazugenommen habe oder so, aber Hashtag KFA ist immer das Einfachste. So, und dann fangen wir mit dem ersten an. Und zwar schreibt der Kilian Kürzinger, Hashtag KFA, hey Markus, kannst du mal was zu den Statistikaufzeichnungen sagen? Kann man diese auch auslagern? Also nicht auf der SD-Karte speichern. Nutzt du diese Funktion? Gruß Kilian. Dann schreibt HGM007 dazu, Hashtag KFA, hallo Markus, eine sehr gute Frage von Kilian. Es würde mich auch sehr interessieren, ob du das Auslagern der Statistikdaten automatisch auf ein externes Laufwerk möglich wäre, Hashtag MSG. Ich denke, dass es machbar ist. Ich habe den Kommentar gelesen, habe da auch einen zum Computer Spezialisten, den Hendrik, mal zugefragt. Der kümmert sich darum und guckt, was da machbar ist. Ich denke mal, da werden wir eine passende Lösung für finden. Sobald ich die habe, werde ich die euch dann sagen, wie man das machen kann. Dann schreibt der Patrick B. Hashtag KFA, hi Markus. Können über die 5 Ampere-Relais des Miniservers auch Leuchtstoffröhren geschaltet werden oder haben Leuchtstoffröhren auch so hohe Einschaltströme wie LEDs, bei denen man ja grundsätzlich 16 Ampere-Relais benötigt? Vielen Dank für deine tollen Videos. Hashtag MSG. Also, kommt drauf an. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt, es gibt ja mit konventionellen Vorschaltgerät, KVG, mit VVGs, verlustarmes Vorschaltgerät, glaube ich, ne? Und EVGs, elektronischen Vorschaltgeräte. Bei manchen kann hoher Einschaltstrom sein, bei manchen kann der auch ganz normal sein, wie bei einer normalen Leuchte, minimal nur höher. Ich selber habe schon ein Relais damit kaputt gemacht mit der Leuchtstoffröhre. Deshalb würde ich persönlich auf ein 16 Ampere Relais gehen oder würde dann hinter den Mini-Server dann noch ein Koppelrelais machen, um das zu verhindern. Oder demnächst, wenn unsere passende Platine dazu kommt. Aber mehr will ich dir noch nicht verraten. Damit geht das dann auch, ja. Auf jeden Fall würde ich nicht mit den 5 Ampere Relais die Leuchtstoffröhren schalten. Ja. Kann auch passieren, hohe Einschaltströme und kaputt. Ne. Weil man macht ja mittlerweile oft heutzutage diese Retrofit. Das heißt, man hat eine normale Leuchtstoffröhre, tauscht den Statter aus gegen eine Brücke, die man da reinschraubt und macht eine ganz normale 230 Volt LED-Röhre da rein. Machen auch welche. Da habe ich aber auch schon ein 5 Ampere Relais mit kaputt gemacht. Also ich bin da kein großer Freund von, das mit 5 Ampere Relais zu machen. Dann schreibt H&G Events, Hashtag KFA, hallo Markus, kannst du mal ein Video über den Musikserver machen? Mich würde mal interessieren, wie der angeschlossen wird und wie das mit den ganzen Zonen funktioniert. Und noch eine Frage, hast du schon mal bei der Außenanlage eine Beschallung im Garten mit Loxon realisiert? Ich habe gehört, es gibt Subwoofer für unter der Erde. Lieben Gruß aus Österreich, MSG. Also H&G Events, Musikserver hatte ich das Video ja, war ja letzte Woche eins, mit dem Anschluss. Und das in Betrieb nehmen, das kommt dann, wenn ich wieder in Pirna wieder bin und nehme den Musikserver komplett in Betrieb, wenn wir alle Lautsprecher drin haben, dann kommen wir dann nochmal auf die Parametrierung und im Detail ein bisschen mehr drauf zu, was man da alles noch machen kann. Das wäre auf jeden Fall noch was zu machen, ja. Dann Thema Beschallung Außenanlage. Bisher habe ich es noch nicht gebaut, in Pirna ist das angedacht. Da war auch eine Firma da, die so ein System vertreibt für mit Subwoofer unter der Erde und so Satellitenlautsprechern und sowas. Allerdings sollte das System 13.000 Euro kosten. Da hat der Kunde gesagt, nee, das ist ein bisschen viel geraten. Keine Relation. Sehe ich genauso. Aber wir gucken, dass wir da vielleicht irgendeine Lösung finden, die wir da vernünftig ansteuern können. Das müsste ein bisschen Dolby Surround sein. Man will ja nicht die ganze Nachbarschaft mitbeschallen. Da werden wir auf jeden Fall eine Lösung finden, die preislich human ist. Und da werden wir das dann auch einbauen. So ist mal der Plan dann im Sommer. Vielleicht auch schon im Frühjahr. Mal gucken. Dann schreibt der Marc. Hashtag KFA. Hi Markus. Eine Frage zu den von dir verwendeten Kabeln. Für die Spots verwendest du das Loxon-Kabel. Für die Stripes das geschämte 715. Für den Bus, Taster, Melder und so weiter verwendest du CAT7. Wieso verwendest du überhaupt noch das Loxon-Kabel? Für die Beleuchtung ist ein normales 5x5 oder 7x5 und für den Bus CAT7 noch ausreichend. Möchtest du ungern CAT7 oder zusätzlich das Loxon-Kabel verwenden?
sollte das Cut-Kabel einen etwas dickeren Querschnitt haben, damit die Leitungen nicht so leicht brechen. Ich denke, es macht Sinn, wenn Loxone ein Kabel mit Schirm rausbringt, um nicht zweigleisig fahren zu müssen. Mach weiter so und lass dich von Loxone nicht unterkriegen. Einen besseren Markenbotschafter können die sich gar nicht wünschen. Durch dich bin ich von der KNX-Welt zu Loxone gewandert. Hashtag MSG, Marc. Ja, danke, Marc. Also, wenn ich normal Spots einbaue, stinknormale Standard-Spots wie Warmweise-Spots oder RGBW-Spots, da reicht mir ein Kabel in 1,5 Quadrat zum Beispiel, wenn ich nicht länger bin wie 30 Meter oder so, reicht mir das 5x1,5, da kann ich mehr Kreise dranhängen. Theoretisch reicht, wenn ich Warmweise habe, auch ein 3x1,5. Habe ich jetzt 3 Spots, wie zum Beispiel an der Baustelle in Pirna, da brauche ich natürlich ein Datenkabel für den Tribus und ein Kabel für die Leistung. Daher auch unsere Triplatine, die man als Bausatz hier haben kann. Das heißt Leistung und Daten. In Pirna gab es das damals, da gab es weder das Tri-Kabel, das heißt, da sind ja 2 dicke drin und 4 dünne. Da hätte ich da wesentlich viel Zeit gespart, weil ich habe ja zu jedem Spot habe ich ja immer durchgebrückt Datenleitung, also Cut-Kabel und ein Lastkabel. Ist natürlich mehr Arbeit, vor allem bei der ganzen Abisoliererei hält natürlich viel auf. Deshalb wäre ich dann mit dem Loxone-Kabel einfacher gekommen. Aber zu Schaltern, Fensterkontakten und so weiter lege ich generell Cut-Kabel, weil, habt ihr ja gesehen, zum Beispiel in Pirna, hätte ich jetzt zum Beispiel in Pirna bei diesem Fensterkontakt nur ein Tri-Kabel gehabt oder sowas, dann hätte ich ein Problem gehabt. Ich kann natürlich in jede Dose so ein Nano-DI-Tri einbauen, weil mehr Kontakte geworden sind. Deshalb lege ich bei Tastern und bei Meldern und so Sachen lege ich generell ein Cut-Kabel. Bei Meldern könnte man jetzt noch sagen, okay, wenn ich jetzt Tri-Spots in der Decke habe, kann ich auch gerade das Tri-Kabel rübernehmen, weil da habe ich ja meinen Datenbus und meine 2 Drähte für die Melderversorgung schon drin. Aber ich versuche immer viel Cut-Kabel zu legen, wegen meinen 8 Drähten, die ich dann habe. Ich habe da immer noch Möglichkeit drin. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ein Spot okay, aber niemals mehr. Über ein Cut-Kabel einen Spot versorgen. Ein Spot, von mir aus niemals ein warmweißer Spot hat 4 Watt oder sowas. 4 Watt kann ein Cut-Kabel vertragen. Aber da würde ich nicht sagen, dass da tun wir jetzt hier, 3, 4, 5 Spots oder 6 Spots an so ein Cut-Kabel hängen. Da brennt das Kabel weg. Da ist die Leistung zu hoch für. Im PoE-Bereich kennt ihr ja, manche vielleicht, die das kennen, wo so Kameras mit versorgt werden und so Sachen. Da wird ja auch über das Cut-Kabel eine Leistung übertragen. Da reden wir aber von maximal 10 Watt, maximal, ne? Eher weniger. Da geht das, aber auf jeden Fall nicht mehr drüber. Deshalb immer ein dickes Kabel muss da schon drin liegen. Soll das Cut-Kabel einen etwas dickeren Durchmesser haben? Also Cut-Kabel ist meistens genormt. Das ist ein ABG, wird das immer angeben. ABG 22, ABG 23 ist eine amerikanische Marke, Norm. Vom Kabelquerschnitt her, also unser normales Cut-Kabel hat ungefähr 0,6 mm grob rum, wie das 0,6 mm, also 4x2x0,6, das ist ja bei Telefonskabel und bei Cut-Kabel, das sind ja Durchmesser, die angegeben werden und keine Querschnitte. deshalb ist das nicht Quadrat, sondern Durchmesser in Millimeter. Und, was wollte ich gerade sagen, das habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte gerade. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man sagt, man hat jetzt zum Beispiel 0,8 mm im Durchmesser, 4x2x0,8 zum Beispiel oder sowas als Kabel. Das geht natürlich wahrscheinlich in die kleinen Klemmen besser rein, wenn ich jetzt irgendwo ein Gerät habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt von mir aus ein, das ist von Nano, das war jetzt schlecht, Touch Air Tri. Hinten in die Klemmen ist natürlich, wenn man 0,8 biegt sich nicht so leicht, kann man natürlich einfach in die Klemmen dann reinkriegen, hinten im Taster. Aber mir liegt das Normale, es geht auch, also bei den Tastern geht es. Bei der Tri-Extension, habt ihr ja gesehen, wo ich mich mal tierisch drüber aufgeregt habe, hier oben mit den Klemmen hier oben drin. Deshalb haben wir jetzt im Programm die passenden Stecker dafür. Die sind dann auch ab nachher im Shop verfügbar. Die man dann hier oben, also die Klemmen raus bei der Extension und hier die Stecker rein. Und schon kann ich da auch normales Kabel hier oben anschließen, muss mich da oben nicht abquälen mit dem Cut-Kabel und kann dann auch wirklich mit den flexiblen Leitungen, mit Hülsen, kann ich da im Schrank verdrahten und muss da nicht da drin improvisieren. Wird es ja nochmal ein Video dazu geben, wo ich das in Pirna so auch schon umgerüstet habe.
Ich denke, es macht Sinn, wenn Loxon ein Kabel mit Schirm rausbringt. Ja, wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Ich denke mal, weil Loxon wird so sein, das Tri-Kabel wird das normale Kabel sein, was sie im Programm haben. Und das Cut-Kabel, was Loxon im Programm hat, das kündigen, ist auch abgekündigt. Das heißt, das gibt es nicht mehr lang, weil viele kaufen das eben ganz normal, das Cut-Kabel im Großhandel. Und wahrscheinlich liegt es da dran, obwohl ich das sehr praktisch fand mit diesen Pappkisten zum Rausziehen, bevor ich schon mal diese 500 Meter Trommel da rumschleppt, weil Ringe ist immer scheiße beim Abrollen, da gibt es oft Knoten und man macht einen Knick rein oder hat es einen Abtrommler dafür, gibt es natürlich auch, aber ich fand die Box sehr praktisch, aber da rüste ich demnächst wieder auf Trommeln um. Dann schreibt Katzendrama, Ideen, Node MCU auf einer Platine mit Relais, zum selber löten, die dazugehörige Firmware flott programmiert und per UDP vom Miniserver aus angesteuert. Node MCU 8 Euro Relais, 14 mal 1 Euro Kleinkram und Platine wird es 5 Euro sein, Spannungswandler 24 Volt auf 5 Volt, 5 Euro ergibt 32 Euro und nicht das Zehnfache. Gehäuse, dein LoxCut 8er Gehäuse, also 20 Euro, also 52 Euro. Katzendrama. Es ging ja letztes Mal um die Preisdiskussion, ging es ja auch mal drum, ich weiß nicht, ob es in News war oder was bei in den KFAs beim letzten Mal, dass die Relais-Extension unverschämt teuer ist, in Relation zum Beispiel zur KNX-Welt. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, also 1 Euro Relais oder 8 Relais 14 mal. 8 Relais, 14 mal 1 Euro. Jedenfalls, ein Relais kostet schon ein paar Euros. Also zum Beispiel ein vernünftiges Relais. Zum Beispiel das Relais hier ist von Finder. Das wird ja auch in dem neuen Gehäuse auch drin sein hier. Was ihr hier seht, dass den Prototyp von der Platine, der wird die Woche kommen. Da werde ich mal ein paar Muster aufbauen, ob das auch so funktioniert. Das sind richtige Finder-Relais mit 16 Ampere. Und die sind auch auswechselbar. Wenn mal so eins kaputt geht. Die kostet natürlich schon ein paar Euros. Deshalb so ein 1-Euro-Relais bin ich mir vorsichtig. Klar, wahrscheinlich, wenn man 100.000 Stück kommt, man vielleicht auf 1 Euro. Aber wir werden die günstigere Lösung finden, dass es nicht eben 440 Euro für 14 Relais sind. Irgendwo darum war das ja. Ne? Auf jeden Fall werden wir da schon eine Lösung finden, aber Platine und so weiter und dann das LoxCut 8er Gehäuse hier zum Beispiel, hier drauf würde ich ungern 230 Volt Sachen drauf machen, weil da könnte man ja auch dran packen irgendwo, deshalb ich baue lieber Sachen, wo es um 230 Volt geht, die sind wirklich in einem Gehäuse drin, wenn das mal irgendwo dran rafft oder baut das Ding auseinander unter Spannung oder sowas, das lieber im Gehäuse, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall kann man es wesentlich günstiger bauen, da gebe ich dir recht. Node MCU, genau, wer wissen will, was das ist, ein Node MCU, wo ist er? Da ist einer. Das ist ein kleiner Minicomputer, auf so einer Platine hier, mit einem hier ein paar Ausgängen drauf und sowas. Der hat natürlich WLAN. WLAN in so einem Stahlblech-Schaltschrank ist natürlich nicht so die ideale Lösung. Also ich habe mir ja schon Gedanken gemacht über irgendwelche Sachen, aber da werde ich wahrscheinlich eher auf LAN gehen. Da können wir auch gerade mal gucken, wie viele Abonnenten haben wir eigentlich. Das ist ja so ein Abonnentenzähler. Da gucken wir mal, was wir hier so an Abonnenten haben. Aktuell. Das wird jetzt gerade abgerufen. Auch vom YouTube-Channel. Aha. So, könnt ihr das auch sehen hier. Roundbustler. Abos. Was haben wir denn jetzt gerade? 3.410 Abos haben wir gerade. Das ist cool. Vielen Dank schon mal. Jedenfalls werden wir dann Lösungen für finden, für kostengünstiger zu schalten und vor allem auch auswechselbar, wenn man ein Relais kaputt geht. Und was man immer beachten muss, bitte dran denken, wenn man eine Relais-Extension nimmt oder nimmt die Multi-Extension Air, irgend so ein Gerät, immer auf die Gesamtleistung der Anlage achten. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe von mir aus 14 Relais mit 16 Ampere. Ich kann 14 Relais, 16 Ampere gleichzeitig voll Last fahren. Das heißt 14 mal 16, gut, bin ich gerade zu voll zum Rechnen. So viel Ampere auf einmal geht nicht, sondern das ist maximal beschränkt, weil das Ding ja auch eine Wärme abführen muss. Ich schätze mal, dass das irgendwo wahrscheinlich dann irgendwo 30, 40 Ampere sind oder sowas, die maximal zeitgleich laufen. Funktioniert auch im normalen Haushalt. Ist es ja auch so. Da können ja gar nicht so viele Ampere. Gut, theoretisch schon. Theoretisch, wenn ich auf drei Phasen aufteile,
kann ich natürlich, habe ich natürlich schon die Möglichkeit, da schon, ich habe so ein bisschen 63 Ampere Anschluss, könnte ich theoretisch 180 Ampere, könnte ich da drüber jagen, das wird natürlich das Gerät nicht verkraften. 189 Ampere, so. Und da steht ja immer dabei, was maximal gesamt so eine Extension anschließbar ist. Da steht ja immer eine Anleitung drin. So wird das dann auch sein, bei der, die ich hier baue, ich werde dann Tests machen, was für eine Temperatur erreichen wir bei welcher Last, ne? Um dann die Entscheidung zu fällen, wo die Grenze ist. Ne? Und dann auch bitte darauf achten, es gibt sehr günstige China-Platinen. Und zwar, ich kann euch mal eine zeigen, wenn ich gerade wüsste, wo ich sie hätte. Genau, hier habe ich schon mal eine. Für die Modellbahnen ist das kein Thema, aber wollte ich nur mal gerade drauf eingehen. Es gibt ja so Platinen hier aus China. Sag mal, das Ding hier kann jetzt 10 Ampere bei 250 Volt schalten. Ne? Das hat die Eingänge für 5 Volt zu steuern. Die Platinen hier von den Abständen untereinander sind nicht dafür ausgelegt, zum Beispiel, dass ich ich habe jetzt hier L1 und habe hier L2 drauf liegen. Da sind die Abstände viel zu gering für gebaut bei solchen Platinen. Plus die Leiterbahndimension, die ist auch viel zu gering bei solchen Platinen hier, wie bei der Platine hier zum Beispiel ist, das nur auf der Unterseite hier für 10 Ampere. Und diese Leiterbahn hier, ich befasse mich ja damit momentan extrem, mit diesen Dimensionen, die ist viel zu dünn, um diesen Strom dauerhaft auszuhalten. Also da muss man schon mit ganz anderen Dimensionen rechnen. Aber nur als Hinweis, wer sagt, okay, ich kann in China so ein Ding günstig kaufen, würde ich keinem empfehlen, da würde ich eher auf ein Produkt zurückgreifen, was irgendwo hier in Deutschland irgendwo her ist, wo die ganzen Vorschriften eingehalten sind. So, dann schreibt Christian S. Hashtag KFA. Hi Markus, jetzt bin ich irritiert. Du verlegst zu den PWM-Spots und den Stripes geschirmtes Kabel, legst aber den Schirm nicht auf. Was bringt denn der Schirm? Dann kann ich das teure Kabel doch auch sparen oder mache ich einen Denkfehler? Und noch eine zweite Frage, Loxon-Bewegungsmelder im Dachvorsprung, machbar oder eher eine schlechte Idee? Habe ein Datenkabel im Dachvorsprung und möchte gerne 5 Bewegungsmelder verbauen, Winkelbungalow. Das schreit doch nach Dri. Alternativ könnte ich mir einen echten Outdoor-Bewegungsmelder über Koppelrelais vorstellen. Was wäre deine Idee? Viele Grüße und Hashtag MSG Christian. Also Christian, warum ich das abgeschirmte Kabel lege, hat eigentlich die Bewandtnis. Ich stimme ja mit PWM. Machen wir das PWM-Dimmer hier mal ein. Das heißt, ich stehe mit 124 Hertz. Und das heißt, ich habe eine Radiofrequenz, sage ich mal, weil normal habe ich ja 50 Hertz, hat meine normale Netzfrequenz. Hier habe ich mit 124 Hertz, das heißt, die ist schon wesentlich höher. Kann ich andere Sachen mit stören. Das heißt, deshalb ist da ein Schirm drum. Und den Schirm, der wird deshalb nicht aufgelegt, weil die Gefahr besteht, wenn ich einen Schirm auf die Erde auflege, dass das Ganze zu einer Senderantenne wird. Da gibt es so Analysen drüber. Ich bin da kein Wissenschaftler, aber da habe ich mal eigentlich drüber gelesen. Deshalb den Schirm dann nicht auflegen. Das heißt, es wirkt dann einfach wie ein Metallkäfig, wo halt eben dann nichts raus kann. Plus, dass von außen noch keine Störeinflüsse in das Kabel reinkommen. Dass irgendwo so ein Stripe anfängt zu klimmen oder sowas, weil von außen 230 Volt Leitungen parallel liegen, wo dann induktive und kapazitive Einkupplungen reinkommen können. Wenn ich einen Metallschirm drumherum habe, habe ich da eigentlich Ruhe. Deshalb lege ich das bei dem 24 Volt Teil, bei dem Lastteil nicht auf. Beim Cut-Kabel, bei dem Steuerteil lege ich es auf. So, dann mit dem Dachüberstand, also Dachvorsprung. Also, irgendwann in Italien kommt das Video, in Pirna haben wir das auch so, habe ich auch schon mehrfach gebaut. Wenn ich einen Dachüberstand habe, sagen wir, ich habe jetzt ein Haus, Dachüberstand, keine Ahnung, halb Meter, Meter, je nachdem. Da unten drunter ein Drehmelder, ums Haus rum mehrere verteilt und dann noch ein paar Spots im Dachüberstand. Funktioniert einwandfrei, bisher keine Störung gehabt. Ne? Kannst du ohne Problem mit normalen Meldern bauen. Da steht zwar drauf, dass der Melder ist IP20, aber es regnet ja nicht horizontal und das Dach in der Melder wird nass, sondern der ist ja geschützt, da passiert eigentlich gar nichts. Ne? Oder über dem Eingang, über der Eingangstür, wenn die so eine Nische drin ist, geht das auch. Habe ich auch schon mal gebaut. Also funktioniert, brauchst du keinen anderen Melder. Was natürlich man berücksichtigen muss. Bitte daran denken, wenn ich zum Beispiel, mal ein Beispiel, ich habe jetzt hier, nehmen wir an, ich habe jetzt hier, hier ist mein Haus und hier ist meine Garage. Und jetzt zwischen von mir so ein Türchen oder was ist schon ein Durchgang, ne? Wenn hier der Wind extrem oft durchpfeift, hier vorne auf jeden Fall in dem Bereich keinen Bewegungsmelder hinmachen, weil
durch den Wind, der durchpfeift, löst der auch aus. Das heißt, lieber den Melder dann hier vorne vor, wo es windstill ist und so Sachen bauen oder vielleicht bei der Haustür irgendwo um die Ecke, weil Wind löst auch Melder aus. Ne? Auch normale Bewegungsmelder. Wo richtig Wind durchpfeift, haben wir einen Kunden gehabt, haben den Melder um die Ecke gesetzt, seitdem war Ruhe, sonst ging das Ding ständig an. Und wir haben erst mal gedacht, der Melder wäre kaputt, Melder getauscht, alles ausprobiert. Ne? Es liegt wirklich, wenn der Wind da durchpfeift, dann lösen auch normale Melder aus. Deshalb immer möglichst da einbauen, wo kein richtiger Windkanal entsteht. Aber der Baustelle in Pirna, könnt ihr ja sehen, da habe ich ja auch draußen unter dem Dach überstanden Melder eingebaut. Dann schreibt Konstantin Haneke. Hi Markus, Hashtag KFA. Wie löst du das mit den Steckdosenanbindungen? Ich plane aktuell 5x5 oder 2x5, bin mir da noch nicht schlüssig. Vielleicht kannst du auch hierzu mal was sagen, ob lieber 1x5 war billiger und dann B13 absichern oder nicht. Bin da noch hin und her gerissen. Sehr lange Längen habe ich eigentlich nicht. Aber meine eigentliche Frage. Erste Ader Dauerspannung und die zwei weiteren Adern geschaltete Phasen, alles gleiche Phase, zum Beispiel L1. Sollte man dort ein L plus N LS-Schalter einbauen, um den N zu überwachen nehmen, weil es im dümmsten Fall zu einer Belastung des N-Leiters kommen könnte, bei unterschiedlicher Belastung der Phasen. Wenn ich L1, L2, L3 in einem 5x5 führe, soll doch die Phasenverschiebung dies ja gar nicht erst auftreten, ist gar nicht erst auftreten korrekt. Wenn ich aber dreimal L1 in der gleichen Leitung führe, kann eine Neutralleiterbelastung durch zustande kommen oder nicht? Muss ich in dem Fall, dass ich drei unterschiedliche Phasen einer Leitung führe, einen LS-Schalter verbauen, der bei Überlastung, Schluss einer Platine alle drei abschaltet? Ich tendiere ja dazu. Wie löst das in den Häusern, die du realisierst? Gibt doch bestimmt Vorschriften. Oder, gut aus dem Pott, Hashtag MSG, Konstantin. Also Konstantin, Thema Phasenverschiebung und sowas. Wie ich das löse. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 5x5 habe, wo ich zwei geschaltete Kreise drin habe, eine Dauerspannung ist, wie du es geschrieben hast, so baue ich das ja auch. Das heißt, von diesem einen Automaten, der hier drin ist, gehe ich einmal auf die braune Ader, auf die Klemme, und gehe dann von dem Automaten aus auf zwei Relais und vom Relais aus dann auf die Klemmen, wo ich dann auf schwarz und grau gehe, die geschalten. Bedeutet, in dem gesamten Stromkreis kann maximal, können da 16 Ampere ja fließen, weil dann löst der Automat ja aus. Dann habe ich keine Überlastung des Neutralleiters. Da brauchst du reicht ein ganz normaler Automat, weil es kann ja, in dem, auch wenn ich drei einzelne Phasen da drin habe, es kann niemals mehr fließen als die 16 Ampere, weil ich ja nur ein Automat davor habe. Was ich nicht machen darf, ist drei L1er Automaten nebeneinander setzen und dann in demselben Kabel dreimal L1. Dann könnte ich natürlich im blödesten Falle, bei der gleichen Belastung, wenn 16 und 16, wenn 32, wenn 48 Ampere, könnten dann fließen zurück über den Neutralleiter bei der gleichen Phase. Deshalb immer sowas nur mit einem Automat bauen. Wo dann halt eben die Alternative wäre, halt eben dann, wenn ich im Drehstrombereich unterwegs bin, ich mache einen dreipoligen Automaten, habe eine Phase geschaltet, zwei Phasen geschaltet, eine Dauerspannung. Dann sieht die Welt anders aus. Wenn ich wirklich L1, L2, L3 auf dem Automaten habe, drei verschiedene Phasen, dann kann der Neutralleiter nicht überlastet werden, weil dann die Phasen ja um 120 Grad phasenverschoben nacheinander kommen. Das heißt, der Neutralleiter kann gar nicht überlastet werden, weil ich habe jetzt L1 drauf, da fließen 16 Ampere hin, fließen 16 Ampere zurück. Sobald ich die zweite Phase dazu nehme, wird der Strom auf dem Neutralleiter kleiner, weil der Sternpunkt sich dann ein bisschen verschiebt. Dann brauchst du keinen Kopf zu machen. Wo es zu einer Überlastung kommen kann, warum zum Beispiel am Herd auch 2,5 Quadrat gelegt wird, ist, wenn ich Geräte habe, die mir dann noch Oberwellen einkoppeln und so Sachen, da kann ich auch schon mal über 16 Ampere kommen, aber im Normalfall eher weniger. Aber man hat ja niemals volle Last auf so ein Gerät drauf. Ne? Deshalb, ich baue es eigentlich immer so, ein Automat, für den einen Stromkreis, wo halt eben zwei drin geschaltet sind, aber nur hat nur ein Automat. So baue ich das. Und ich baue generell auch im Allgemeinen die 16 Ampere Automaten. Da muss man gucken, da gibt es so Verlegetabellen, wo drin steht, wenn das Kabel voll in der Dämmung drin ist oder sowas, was ich dann für einen Querschnitt habe. Aber ich lege normalerweise, beim normalen Einfamilienhaus, da habe ich keine Strecken, die größer 20 Meter sind, also ganz selten mal. Weil der Schaltstand steht ja meistens zentral. Und jetzt, wenn ich mal irgendwo 19, 20 Meter habe, komm, jetzt sichere ich mit B16 ab. B13 reicht eigentlich auch. Außer zum Beispiel, ich habe so einen Fall wie
Backofen, das ist ein Gerät, was voll Leistung bringen kann, 3600 Watt, was das ziehen kann. Oder ein Dampfgarer, das sind so Geräte, Großgeräte, da kannst du die volle Last ziehen. Aber im normalen Hausgebrauch, wo man Computer dran hängt, Fernseher, das Zeug, also Stromkreise, da habe ich eigentlich kein Problem damit. Da könnte auch B13 reichen. Aber ich baue eigentlich meistens mit B16, wenn ich darauf achte, dass halt eben die Leitungslänge nicht größer ist wie zwischen 18 und 20 Meter. Weil der Automat soll ja noch auslösen im Kurzschlussfall. Deshalb geht es ja darum, je länger die Leitungslänge wird, ne, bei der letzten Steckdose quasi, da wollen wir nochmal drauf kommen, wenn ich euch die Messung mal zeige, wie viel Ampere wir benötigen, dass der Automat vorne noch rausfliegt. Ne. Und je länger die Strecke wird, dann sinkt natürlich meine Ampere-Leistung, Ampere-Leistung, ich brauche mehr, muss ich überlegen, ich brauche hinten mehr Ampere zum Auslösen, weil auf der riesen Strecke, und das funktioniert dann, reicht dann meistens vom Widerstand her. Also ich muss damit zum Beispiel jetzt bei 80 Ampere braucht so ein Automat hier zum Auslösen, so ein B16 Automat, grob. Aber da kommen wir nochmal drauf, da mache ich mal ein spezielles Video zu, mit den ganzen Messungen, was passiert, wenn, längere Leitungslängen und so weiter, habe ich mal vor, wollen wir auf jeden Fall mal machen, zur Messung vom Haus, wie sowas alles geht, was ist der blödste Fall, was ist ein Idealfall, was für Werte sind gut, welche Querschnitte und so weiter, da will ich mal ein separates Video zu machen, das kommt dann noch. Dann schreibt der MacMello, Hashtag KFA, hi Markus, welche BWM verbaust du im Außenbereich, Hashtag MSG, Gruß MacMello. War ja eben schon mal, also Außenbereich, wenn das unterm Dachüberstand ist, baue ich die Drehmelder ein. Wenn es irgendwo auf einer Wand irgendwo ein Melder ist, dann baue ich die 24 Volt Melder ein, die von Easylux, die haben wir auch im Shop drin, die auch Luxon mit vertreibt. Das sind Aufputzmelder, 24 Volt, der ist eigentlich sehr zuverlässig und auch gut, ist von Easylux der Hersteller. Wenn du eine spezielle Optik haben möchtest, klar, dann könnte man einen 230 Volt Melder nehmen und macht dann im Schaltschrank ein Koppelrelais, was dann auf den digitalen Eingang geht. Ne? Aber sonst unter dem Dachüberstand verbaue ich ganz normale Drehmelder. Ne? So, dann schreibt Micha K. Hallo Markus, ich habe eine Frage. Was für Taster setzt du im Außenbereich ein, wenn du mehr als 6 Funktionen brauchst und wetterfest? Danke, Hashtag KFA. Und ich habe die Yellow Fox. Dann setze ich hier auch mal ein KFA. Hashtag KFA. Also, im Außenbereich, das ist ein ganz heikles Thema. Da kann ich keinen Touch, Dreh oder irgendwas einsetzen. Meistens, wenn man alles im Außenbereich hat, diese Vollstromsachen ein. Was man machen kann, das wäre, muss ich gucken, ob ich noch irgendwo so ein Gehäuse rumfliegen habe. Aber natürlich keine Einsätze drin. Entweder macht man sich eine Frontplatte, die man irgendwie abdichtet, oder man macht wirklich ein Industriegehäuse. Zum Beispiel von Möller, also von Eaton, von Eaton, wo ich mit Tastern irgendwas arbeite, oder müsste irgendwas mit wetterfestem Gehäuse irgendwas selber bauen, was man abdichtet oder sowas. Und dann vielleicht auf 24 Volt oder so, weil ich wüsste, im Außenbereich ist keine Tastenfelder, die jetzt wirklich schön aussehen und absolut wetterfest sind. Selbst eine Folientastatur gibt es auch mittlerweile wetterfest, die man irgendwo draufkleben könnte und geht dann mit Adern nach hinten. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber sonst, vielleicht wer es von euch weiß, schreibt es unten drunter. Ich bin da wirklich skeptisch, was da im Außenbereich funktionieren kann und was nicht. Ich wüsste jetzt gerade keinen, weil meistens im Außenbereich versuche ich drauf zu verzichten. Oder gehe auf Industrievarianten. Gut, vielleicht mit einer Folie könnte man es vielleicht mal, dass man irgendwo das in eine Folie, in wetterfestes Gehäuse einführt und abdichtet, wäre eine Möglichkeit. Aber sonst, wüsste ich jetzt auch aus dem Kopf jetzt gerade nichts. Aber gibt es auf jeden Fall, eben einfach mal googeln, muss ja mindestens IP44 sein oder IP54, nach Tasten für draußen, die man irgendwo einbaut. Es gibt ja auch Klingelknöpfe, gibt es ja auch, die muss ich auch irgendwo eindichten, die wasserdicht sind. Aber sonst, ich wüsste jetzt nicht. Aber wer es von euch weiß, schreibt es unten drunter. Danke. Ne? Dann schreibt Christian S. Hashtag KFA. Hi Markus, mal eine Frage zu einem älteren Video. Es geht um den gefrästen Klangkörper. Ich habe auf meiner Baustelle eine ähnliche Situation. Ich habe eine mit Holzwolle gedämmte Decke und möchte die Decke nur rund 4 cm abhängen. Das heißt, ich darf fleißig Löcher in die Dämmung kratzen, um meine Spots unterzubringen. Unabhängig davon stelle ich mir die Frage, wie ich mal mein Lautsprecher verfahren soll. Brauche ich überhaupt ein Gehäuse oder ist die Holzwolle genug Begrenzung für den Schall? Was würdest du machen? Hashtag MSG Christian. Ging darum,
Ich habe ja zum Beispiel in vielen Videos, auch bei mir, in den Wohnungsvideos, das ist ja auch so, wo ich da angefangen habe, so ein Gehäuse eingebaut. Es gibt so fertige, von Loxon, so fertige Gehäuse für den Lautsprecher einzubauen. Das ist natürlich, hat natürlich eine Einbautiefe von knapp 10 cm, ist das gesamt. Oder sind sogar 10,5. Und da ist natürlich der Knackpunkt, man braucht Platz dafür. Ne? Was ich auch im Penner auch gemacht habe zum Beispiel, da war im Außenbereich, im Dachüberstand, da hatte ich mit so einem Gehäuse, das ging da gar nicht, weil da war eine blöde Holzverkleidung, da habe ich einfach da hinten mit Brettern was abgestellt dahinter, um da den Raum dahinter etwas kleiner zu kriegen, dass der Schall besser wird. Holzwolle bin ich skeptisch, dass wenn das richtige Holzwolle ist oder irgendwie sowas, wenn das Holzwolle nur ist, weil da kann der Schall ja durchwandern. Ob man da vielleicht irgendwie Bretter seitlich reinstellt oder man schäumt ein bisschen mit PU-Schaum außen das ein bisschen auf, aber ideal ist natürlich, wenn man einen richtigen Kasten irgendwas hat oder einmal ein paar Bretter reingestellt oder so, die gerade reingeklebt, dass auf jeden Fall der Raum kleiner wird, also hat natürlich einen schönen besseren Bass da drin. Da würde ich auf jeden Fall da sowas machen, wenn das irgendwie machbar ist. Man hat natürlich auch sonst einen schönen Klang, nur eben keinen tiefen, saftigen Bass, wenn man natürlich dahinter etwas mehr Hohl hat. In Bayern zum Beispiel habe ich ja in diesen Decken, die ist ja auch nur 4 cm abgehängt, da habe ich ja oben das komplette Holz da rausgefräst, da habe ich keine seitliche Abstellung oder sowas. Da habe ich, weil da die Decke bis zur nächsten Dachlatte war nur so viel, dass ich komme, und vom Klang ist es eigentlich angenehm. Also ist ja denn, man will jetzt richtig da Wumms haben oder sowas, da ist natürlich ein Gehäuse schon besser. Ne? Das auf jeden Fall. Ne? Dann schreibt der Daniel Dietrich, wo finde ich denn den 19 Zoll Einbaurahmen für die Fritzbox bei euch im Shop? Und der Paul Tatang W., das würde mich auch interessieren. Da habe ich mal den Link dazu gepostet, wo das bei uns im Shop zu finden ist. Ich habe das gar nicht mehr dran gedacht. Ich hatte das Video schon vorgeschnitten, dass ich einen Pin auf der Baustelle abends und nachts nicht mehr so viel Arbeit habe, mit irgendwelchen Sachen noch zu machen nach der Baustelle. Habe ich schnell mal dran gedacht, dass der Artikel in den Shop rein musste. Da ging es darum, ein 19 Zoll Einbaugehäuse, wo ich jegliche Art von Fritzbox einbauen kann, wo die Kabel alles nach vorne rausgeführt ist. Das ist jetzt im Shop drin. Mit den ganzen Auswahlmenüs kann man es also bei uns im Shop bestellen, dass ihr das bekommt. Ich kann euch gerade mal eins zeigen. Genau, ich habe ja noch eins hier. So sieht das aus. Das werdet ihr, wie ihr das genau einbaut, kommen wir noch zum Pinner, wenn wir den Serverschrank machen. Das heißt, hier kommt die Fritzbox rein. Alle möglichen Arten. Es sind eine ganze Menge Löcher hier vorgestanden, um irgendwas festzumachen für Füße und sowas. Und dann werden dann die ganzen Kabel von der Fritzbox werden dann alle hier vorne drauf geführt. Da gibt es ja verschiedene Optionen, kann man dazu kaufen, wenn ich ein Fritzbox-Cable habe. Oder will die WLAN-Antennen rausführen, habe hier die LAN-Anschlüsse. Telefonsanschlüsse, ISDN, DSL und so weiter, dass ich das in 19 Zoll Rack mit einbauen kann, wo ich dann auch meinen Switch drin habe und meine Steckdosenleiste, Musikserver und so weiter. Hier ist so ein Tüte dabei mit den ganzen Kabeln. Ist im Shop drin, gibt es auch in Schwarz. Ne? Ist jedenfalls jetzt verfügbar. Ich hab nicht mehr dran gedacht, das reinzubauen. Ne? Genauso die Stecker, die werde ich noch reinpacken. Und was wir dann auch noch nachher noch im Shop dann drin haben, ist, es gibt ja schon einige, die mich gefragt haben, und zwar, die haben die Stecker verloren, zum Beispiel diese roten Stecker für die Relais-Extensions. Das ist ja die HC-Variante, also High Current, das heißt für 16 Ampere. Die haben wir dann auch im Shop drin. Wer so Stecker braucht, hat die verloren oder sowas, die haben wir jetzt auch zur Verfügung. Und auch die normalen Stecker, die hier oben, die ich gesagt habe, die man hier oben in die Tri-Extension hier oben reinsteckt, die als Alternative zu diesen Tri-Anschlüssen, die passen natürlich auch unten drauf, die Stecker. Das heißt, wenn ihr mal so einen Stecker verloren habt, die haben wir jetzt auch im Shop drin. Dann schreibt Kilian OTS. Hashtag KFA. Moin Markus, verbaust du eigentlich noch normale Telefondosen oder läuft das mittlerweile alles über Voice over IP? Was hältst du von dem Homebase-System? Wäre flexibler und schneller zu verlegen, womit sicherlich einiges vom Mehrpreis entfallen würde, da du ja nur eine Dose brauchst und wie gesagt schneller bist. Wäre das etwas für die Zukunft? Ebenso interessiert mich deine Meinung, eine Videomatrix zu bauen. Somit kommen alle Geräte, Sky Receiver, Apple TV, Fire Stick, Zappiti, Videoserver und so weiter in den Serverschrank. Die Signale werden über HD-Base-T übertragen. Vorteil ist, dass Sky in jeden Raum übertragen werden kann, wo man es schauen will. Kleinere Geräte kosten mittlerweile aber auch nicht mehr die Welt. Man würde sich theoretisch auch die Koaxialkabel sparen. Wäre eine Alternative zu Homebay. Hashtag MSG, MSG Kilian. MSG heißt übrigens, hat einer von euch erfunden, für die Neuen, die es nicht wissen, MSG wie mach's schwer gut. Ne? Mein Abschiedsslogan in den Videos immer.
Also, ich verbaue keine normalen Telefondosen, sondern wir haben ja überall doppelte Netzwerkdosen in den Häusern. Und dann habe ich so einen Adapter. Das heißt, von der Fritzbox aus ein Adapter von dem von der TAE-Buchse auf einen IJ45-Anschluss. Stecke ich dann ein in meinem Beispiel. In Bayern habe ich ja den Router, die Fritzbox unterhalb vom Zellerschrank hängen, ist auch der Router. Da steckt ein TAE-Stecker drin und ein Kabel geht auf eine Netzwerkdose. Und dann im Serverschrank patche ich dann nur dieses eine Kabel auf das, wo es in den Raum geht. Und im Raum habe ich einen Adapter dann eingesteckt, wo ich dann von dem RJ45-Anschluss wieder auf den TAE komme. Das heißt, ich kann überall, wo ich will, mein Telefon hinpatchen, wo ich das brauche. So löse ich das. Immer mehr kommt jetzt Voice-over-IP. Gibt ja von Fritz, glaube ich, auch so Telefone mittlerweile dafür oder Alternativen, wo das über Voice-over-IP telefoniert wird. Ich glaube auch, dass in Zukunft, wo das Thema Koaxkabel und sowas alles, dass in Zukunft irgendwann das Koaxkabel mal entfallen wird, weil man kann ja mittlerweile auch schon das Satellitensignal einspeisen ins Netzwerk. Gibt es ja auch schon. Plus, ich denke mal, dass die Satellitengeschichte irgendwann mal wegfällt, weil ja immer mehr über Internetstreaming angeboten wird. Voraussetzung natürlich eine gute Internetanbindung. Hier bei mir wäre es unmöglich mit DSL 3000, da kann ich das knicken. Aber ich hab halt meinen Satzschlüssel, also von daher, ich komme auch ohne aus. Bei YouTube reicht DSL 3000 für mich. Außer beim Upload wäre es schöner, wenn ich ein bisschen schneller wäre. Aber ich denke mal, dann hast du nach Homebay gefragt. Homebay habe ich noch auf der Messe auch schon angeguckt, das System und sowas alles. So ganz so billig ist das nicht. Und irgendwann gab es mal vor vielen KFAs mal so Kommentare zu Homebay. Da wurde davon abgeraten, das System zu verbauen, weil flexibel ist, finde ich, ist es nett. Und ich brauche, wenn ich zwei Anschlüsse brauche für Netzwerk, muss ich dann auch wieder genauso viel Kabel legen. Also ich war nicht überzeugt, ich habe es an der Messe auch mir angeguckt. Da gibt es ja mittlerweile auch Glasfaser schon und sowas alles, aber bis mal Glasfaser im Haushalt mal einzuhart wird, wohl noch was dauern, ist meine Meinung. Aber gut, kann jeder selber entscheiden. Ja. So, dann schreibt bei Jan Zimmermann, Hashtag KFA, hi, Servus Markus, danke für deine ständig wachsenden, Servus Markus, danke für deine ständig wachsenden Bestand an Videos. Ich habe die Tage mal ein bisschen recherchiert, beziehungsweise Multiroom Audio und bin auf InnoTune gestoßen. Was die da anbieten, klingt auf den ersten Blick ganz nett und ist vielleicht auch was für Leute mit kleinerem Budget. Hast du schon mal was davon gehört? Falls ja, was ist deine Meinung dazu? Danke dir und mach weiter so. Bin ein treuer Fan. Hashtag MSG Jan. So, danke Jan. Ja, InnoTune, weiß ich was ist. Das sind Hootsuite-Geräte, wo ich das erweitern kann. Das System, also kann ich so einen kleinen Verstärker draufklipsen, habe so eine Grundeinheit und so weiter. Gar nicht mal so schlecht gemacht, die Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie kompatibel das ist mit Loxone. Ob das mit der Loxone-App so kompatibel ist, weiß ich schon nicht. Kann ich mir da mal schlau machen. Wenn das wirklich was ist, was wir als Alternative einsetzen können, dann stellt euch das auf jeden Fall vor. Gucke ich mir nochmal genauer an. Oh, schaut da kein jemand. Ne, fuhr wieder weiter. Dann schreibt Katzendrama. Nano 2 Relay 3. Touch und Grill Air, Touch Nightlight Air und alles unter http://loxone.com/dede/kb gefunden. Also, das sind ja die Dokumentationsgeschichten. Meistens sind diese Dinge auch nicht freigeschaltet, dass man das jeder die Dokus lesen kann, bei manchen ja. Also, entweder sind das Produkte, weil da habe ich auch schon WhatsApps zu dem Thema bekommen und so Zeug. Das sind entweder Produkte, die es entweder die in Entwicklung sind und man weiß nie, ob die auf den Markt kommen oder es sind Produkte, die tatsächlich irgendwann kommen. Da kann man nicht sagen, weil was ist das ein Produkt, was von mir aus nächste Woche auf den Markt kommt oder sowas, sondern das sind generell einmal Dokus drin von Entwicklungen, die gerade getestet werden. Ich glaube, dieses Nano 2 Relay 3, das wird, so wie ich weiß, kommen. Das heißt, ich habe ihr kennt ja den Nano IOR
Und er soll auf jeden Fall, ich glaube, 2 5-Ampere-Relais, die über Drehen angesteuert werden. Da soll es irgendwas geben, sobald ich mich da erinnern kann. Bei den anderen beiden Geräten kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass Grill eher gab es mal vor vielen Jahren schon mal irgendwas zu. Da haben auch viele Leute damals schon gefragt, was ist das? Und mich Leute gefragt haben, wir haben da irgendwas gesehen vom Grill eher. Es gab mal, ich glaube, einen Bratenthermometer eher, gab es auch Prototypen von. Aber das ist nie in Serie gegangen. Vielleicht kommt das wieder. Bin ich mal gespannt. Ob sowas irgendwie wieder auf den Markt kommt. Aber da nicht von irritieren lassen, was da drin steht, muss nicht heißen, dass es wirklich kommt. Ne? Oder dass es wirklich in Serie geht. Ne? Dann schreibt Zach Blomqvist. Hashtag KFA. Hallo Markus, wir werden das Badezimmer renovieren. Dafür verwenden wir eine Redwell R800 Infrarotheizung 220 Volt 830 Watt. Zur Temperaturmessung wird die Loxon-Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Sensor 0 bis 10 Volt, Artikel und so weiter verwendet. Normalerweise wurde eine Steckdose in der Heizung verbaut. Also wie würdest du die Verdrahtung von der leeren Dose bis zum Loxon-Verteiler einrichten? Wie würdest du alles verdrahten und steuern mit Loxon R? Hashtag MSG, lieben Gruß, zack. Also, Infrarotheizung, 830 Watt. Du könntest rein theoretisch die 830 Watt Geschichte könntest du sogar über Nano-IO realisieren. Der Nano-IO, der hat ja 5 Ampere. Das heißt, da kann man ja rechnen, 5 Ampere mal 230 Volt, das heißt, das wären 1180 Watt. Ist das richtig, was ich sage? Ne? Das heißt, damit könntest du theoretisch schalten, wenn du alles mit R machen willst. Du hast natürlich hier geschrieben, du hast einen CO2-Sensor 0 bis 10 Volt. Damit kannst du natürlich kein R realisieren. Weil eher gibt es ja keine 0 bis 10 Volt Signale. Ich würde hätte ganz normal, wenn ich jetzt nur rein eher alles gemacht hätte, die Infrarotheizung irgendwo hingemacht, Nano IO eher dahinter, wenn ich eine Steckdose habe oder eine Smart Socket eher oder so. Und hätte dann gesagt, einen normalen Touch irgendwo genommen, wo ich dann Temperatur habe und darüber das geregelt. Das ist jetzt wahrscheinlich jetzt gelöst. Ansonsten hätte man gesagt, die Steckdose, wenn ich jetzt einen Verteiler irgendwo habe, könnte ich auch im Verteiler dann mit einem 16 Ampere Relais oder sowas schalten. Klar, ich meine, die 5 Ampere Relais hier am Miniserver könnten das auch schalten, aber dann kann man schon ein Koppelrelais dahinter machen oder sowas. Aber sonst kannst du ganz normal damit steuern. Nur Infrarot reagiert ein bisschen anders als Normaltemperatur. Bei Infrarot heizt sich ja die Gegenstände auf und die Gegenstände erwärmen die Umgebungstemperatur. Ist natürlich ein bisschen Umstellung so am Anfang, wo die Heizzeiten und Steuerzeiten. Es dauert ein bisschen, bis das System das erkannt hat, wie das mit der Temperatur, mit der Regelung. Das ist halt eben, dass die Fuzzy-Logic ist halt etwas langsamer, bis das erkannt wurde. Weil normal ist ja, Raumtemperatur steigt relativ schnell durch Fußbodenheizung oder sowas oder durch einen Wandheizkörper geht es dann noch schneller. Und schaltet dann ab und merkt irgendwann die Zeit, takt er sich hin. Und um dann zu wissen, ich muss so lange vorher vorheizen oder muss dann schon anfangen runterzufahren. Bei den Infrarotheizungen ist es ein bisschen träger, die Geschichten. Ne? Das dauert also alles ein bisschen länger, ne? Bis das eingelernt ist oder wieder weiß, wie das funktioniert. Dann schreibt Tom W. Hashtag FDR, ich habe es mal hier zugepackt. Servus Margus, machst du alle Steckdosen in tiefer Ausführung und nimmst du an den Außenwänden auch luftdichte Dosen? Kannst du mal im Video die Fensterkontakte, die eingebaut sind, genauer filmen, wie die eingebaut sind? Danke. Schreibt der Markus Reiser, braucht man in der Außenwand überhaupt winddichte Dosen? Vorausgesetzt natürlich, dass die Dosen eingegipst sind, denn die eingegipsten Dosen sind doch zur Wand hin dicht. Dann schreibt der Gene Müller, die winddichten Dosen werden benötigt, wenn ein Blower-Door-Test gemacht wird oder das Haus nach bestimmten energetischen Standards gebaut wird, für die es notwendig ist, um die Förderungen zu erhalten. Schreibt Tom B., Gene Müller, bei mir wäre das nicht der Fall. Somit könnt ihr die einfachen Dosen einsetzen. Da schreibt der Markus Behrens, es kommt, glaube ich, darauf an, wo die luftdichte Ebene ist. Bei normalen Hohllochziegeln ist die luftdichte Ebene der Putz. Wichtig ist allerdings, dass die warme Raumluft, die im Winter durch die Dose strömt, nicht irgendwo abkühlen kann. Kondenswasser, feuchte Schäden. Da die Panzerschläuche in den Schaltschrank gehen, der wahrscheinlich in einem beheizten Raum steht, gibt es hier keinen großen Temperaturunterschied. Die zweite Möglichkeit ist, dass die warme Luft durch die Löcher der Ziegel in den kalten Dachboden strömt und dort kondensiert. Allerdings liegt hier die Decke auf den Ziegeln auf und schließt somit die Durchströmungsmöglichkeit der Ziegellöcher. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen verständlich und richtig erklären. Liebe Grüße, Markus. So, also,
Ich habe auch schon normale eingebaut, aber ich versuche eigentlich immer winddichte einzubauen. So viel teurer sind die auch nicht. Aber wenn ich die Dosen normal ist, wenn ich ein Haus habe, was gemauert ist, und da baue ich dann die normalen, könnte ich einbauen. Wenn ich die richtig in Gips reindrücke, zack rein, dann ist das auch winddicht. Wenn ich da richtig, wie habt ihr den Penner gesehen, ich schmiere richtig hinten was rein, drücke die Dose saftig rein, da ist nirgendwo, dass irgendwo Luft dran kann. Da brauche ich keinen Kopf zu machen, das wird ja alles eingeputzt. Nur wenn ich durch die Dose ist, nur so anhefte und es wäre normal Dose hinten könnte, durch die Wand dann durchdiffundieren. Dann kann ich, wenn durch die Wand dann Luft irgendwie durchpfeift, wenn außen nicht verputzt ist, habe ich natürlich dann pfeift durch die Steckdosenlöcher dann der Wind durch. Da am besten natürlich Winddichte einbauen. Das ist auf der sicheren Seite. Und so viel teurer sind die jetzt auch nicht, ne? Dass man jetzt sagen müsste, warum habe ich gerade irgendwo. Alles doch mal. Die Winddichten, die sehen ja so aus. Da sind ja so Gummimembranen hier dran. Die sind ja komplett dicht, wo ich dann hier durchsteche. Eigentlich muss ich sagen, sobald ich das hier durchgestochen habe, ist auch nicht mehr dicht. Also deshalb immer gut eingipsen bei sowas. Ne? Und bei den Hohlraumdosen nehme ich mittlerweile lieber die winddichten Dosen, weil gerade mal durchpopeln ist schneller durch das Gummiding, gerade Kabel durchgesteckt, als wenn ich da immer das rausbrechen muss. Die Nippes sind dann, da ist er dann immer stecker in die winddichten Dosen mit den Gummitüllen. Fensterkontakt, hast du noch gefragt. Wie die Fensterkontakte, wie die verbaut sind. Und zwar in Pena zum Beispiel, da sind die Fensterkontakte in den Fenstern eingelassen und im Rahmen, das ist von Schückos und System, da ist meistens, fährt ein Magnet dann meistens auf dem Menschengriff, bewege, fährt ein Magnet mit und dann sind die Fensterkontakte sind da fest eingebaut drin. Gibt es von verschiedenen Herstellern, auch von Winkhaus gibt es das, von Roto gibt es das System, gibt alle möglichen Systeme, die man auch nachträglich schon da innen drin nachrüsten kann, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, ein Kabel da hinzulegen. Muss gucken, was du für Bänder was für ein Schließsystem du da drin hast. Da kann man auch Sachen austauschen gegen Magneten oder sowas, kann andere Bänder einbauen. Da gibt es so Möglichkeiten. Einfach mal gucken, was du für ein System hast. Nehmen wir das jetzt mir das Winkhaus. Gehst noch die Winkhaus-Homepage und guckst da, was du für Teile brauchst. Die kann man schon bestellen, wo dann ein Magnet mitfährt. Und dann kann man das Gegenstück unten reinschrauben, wo das dann erkannt wird. Ne? Da gibt es alle möglichen, von allen möglichen Herstellern gibt es da Varianten. Ne? Wenn man es schön verstecken möchte halt. Ne? Finde ich auch immer positiv, so verstecken, dann sieht man wenigstens nichts davon. Dann schreibt der Markus Reiser, Hashtag KFA. Hallo Markus, du schneidest immer recht viel von der verlegten Leitung ab, beziehungsweise lässt im Umkehrschluss immer viel Reserve. Warum machst du das so? Man könnte doch etwas weniger Reserve verlegen und spart dann doch sicher am Ende etliche Meter Kabel. Vielen Dank im Voraus. Gruß Markus. Dann schreibt der Pfeifenreiniger, lieber 10 Meter zu viel als 10 Meter zu wenig. Ja, da hat der Pfeifenreiniger schon recht. Also ich habe lieber bei einem Schaltschrank nachher 2-3 Meter zu viel hängen, als wenn es nur 10 cm zu kurz ist und man kann anlängen. Dann hätte ich den ganzen Ring für kaufen können, was das Anlängen an Aufwand ist. Ich habe lieber irgendwo ein bisschen mehr und schmeiße nachher lieber was weg, als mich nachher zu ärgern und Kabel anzulängen. Klar, wenn ich natürlich jetzt bei jedem Kabel jetzt 6-7 Meter zu viel habe, klar, dann habe ich mich blöd, aber ich gehe immer von außen, wenn ich die Kabel auch am Schaltschrank ziehe. Ich weiß nicht, habe ich oben genug Platz zum oben auflegen oder muss ich unten in den Schaltschrank rein, wenn ich oben die Leiste schon voll habe oder so. Das heißt, ich muss dann immer schon mal 3 Meter mehr als Angst nochmal dazulegen. Lieber habe ich dann Meter oder selbst 3 Meter zu viel, selbst wenn ich nachher sagen wir, wirklich 100 Meter Kabel wegschmeißen muss, als irgendwo Kabel anzulenken. Dann muss ich sagen, ja, man kann natürlich auch sparen und kann das wirklich genau auf Maß machen. Man könnte auch sagen, ich habe den Schaltschrank schon da. Wenn jemand schmeißt jetzt selber, ich habe einen Schaltschrank da, mache meine Klemmleiste schon mal rein, ich ziehe mein Kabel gerade rein, klemme es an, lege es dann am anderen Ende weiter, spare ich natürlich Kabel, das geht natürlich auch, wenn man da wirklich dann guckt, aber lieber sag ich mal nach 100 Euro an Kabeln oder wenn es 100 Euro sind, weggeschmissen, als wirklich dann nachher 5 oder 6 Kabel anlegen müssen, weil Kabel anlegen ist eine Scheißarbeit und die hält unwahrscheinlich auf. Ne? Wenn man das richtig machen will. Vor allem das Schlimmste ist Cut-Kabel anlängen, mit den kleinen Dosen dann aufklickern und sowas. Also der Schirm muss ja wieder durchverbunden werden und. Das hält auf. Ne? Dann schreibt Funny Fantastic Fail. Die Spots sind mal verdammt dicht an der Wand. Ich hoffe, die Wand hat keine Dellen oder ähnliches. Da ging es um das Video in Pinna, wo ich den Nano IO 3 eingebaut hatte. Da hatte ich auch ein paar Spots eingebaut gehabt in dem Video. Und da waren zwei Spots beim Bett, die ganz dicht an der Wand waren. Wollte der Kunde so haben. Und ich kann sagen, ich habe das ja gestern Abend, habe ich ja die Beleuchtung in Betrieb genommen komplett. Und der Kegel an der Wand, da sieht man keine Beule, keine Delle. Also das ist wirklich
wirklich aufs Mühe ist das sauber gespachtelt und verputzt worden. Also da sind Maßtoleranzen im Haus eingehalten worden. Der Kunde legt auch sehr großen Wert drauf, weil er macht beruflich viel mit mehreren Stellen am Komma. Also war die Forderung an die Handwerker auch, dass wir auch so genau arbeiten, dass wir auch wirklich exakt arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch beim Doseneingipsen, das wurde auch kontrolliert, ob das wirklich genau ein Maß ist, eine Flucht ist, dass die Abstände alle stimmen. Hat er auch geguckt immer und dass das alles symmetrisch aussieht. Und ich habe es auch eingehalten und hier ist an der Wand, die ist so sauber verputzt. Also das kommt im Video auch vor, da habe ich das schon mal gefilmt abends. Es sieht genial aus, das ist so genau alles gebaut. Perfekt. Ne? Option war da auch noch, anstelle von diesen beiden Spots, wenn das optisch irgendwann nicht mehr gefällt, dass man da auch so Pendulum-Slim-Lampen, so schmale Runde hängt über den Nachttisch. Da haben wir die auch relativ dicht an die Wand gesetzt, dass wir beide Möglichkeiten offen haben. Aber es sieht eigentlich gut aus, schön gemacht. Dann schreibt der Stefan Kratsch. Hi Markus, mega Arbeit und tolle Videos. Vor allem alles schön sauer verlegt. Wir bauen gerade in Mönchengladbach, wollen auch Loxo nehmen. Wie kann man euch erreichen? Würde gerne mal ein Angebot machen lassen. Was ist das für ein Zellerschrank mit den Glastüren? Der ist der Hammer. Grüße, Stefan. Also Stefan, ich bin mit Arbeit schon extrem voll. Leute, die selber Bauer sind, da kann ich bestimmt was unterstützen, wenn ich das zeitlich noch hinkriege. Also ich habe sehr, sehr viele Anfragen, die ich gar nicht alle bearbeiten kann. Auch nicht wundern, ich bekomme auch sehr viele WhatsApps. Momentan sind es manchmal am Tag 200, manchmal auch 400 WhatsApps, die am Tag kommen. Ich kann die manchmal gar nicht alle beantworten so schnell. Deshalb ein bisschen Geduld, auch E-Mails kann auch schon mal was dauern. Manchmal sind auch so viele E-Mails, dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe, die zu beantworten. Mit Anfragen, mit Fragen und sowas. Ich versuche es immer, aber ich kriege nicht immer alles hin. Das wird nicht böse sein, wenn da manchmal was dauert oder ich manchmal vergesse. Dann schreibe es eben nochmal. Ist eben sehr viel, weil ich arbeite ja auch noch, außer die Videos hier zu machen, arbeite ich auch noch an der Baustelle und sowas. Und dann schneide ich die Videos noch. Und dann ist natürlich auch mehr Zeitaufwand, den ich da brauche. Und habe halt nicht immer so Zeit viel für Social Media momentan. Das ist ein bisschen eng begrenzt, ne? Aber es soll man mehr da auch in die Richtung gehen, dass ich da mehr machen kann, mehr Zeit für habe. Vielleicht will ich mir irgendjemanden mal holen, der schon mal einen Teil von den Sachen auch beantworten kann, der eine Ahnung von hat. Gucke ich dann mal. Bei Zellerbauern hat es die Möglichkeit gegeben, falls ich mal ein, zwei Wochen oder sowas irgendwo auf einer Baustelle mal mithelfen kann, dass man zusammen was macht. Das würde bestimmt irgendwie gehen, wenn ich das noch zeitlich hinkriege, weil dieses Jahr ist wirklich schon sehr, sehr voll mit Arbeit, auch teilweise schon nächstes Jahr. Dass ich da irgendwie aber was dazwischen schiebe, weil es ist ja wirklich so. Wenn jemand ein Haus baut und plant genau, und dann ist der Zeitraum, und ich plane, ich richte mich danach, von meiner Planung her, funktioniert nie, dann kommen die Fenster später. Kommt der Estrich später, Estrich ist nicht trocken genug, Fliesenleger kommt später. Also ein Haus bauen ist nichts, wo man sagen kann, mit exaktem Zeitplan. Funktioniert nicht, bin ich meine Erfahrung aus den ganzen Jahren, Baustelle, es gibt manchmal Sachen, wo es wesentlich schneller geht. Es gibt manchmal Sachen, wo es wesentlich länger dauert. Es gibt manchmal Leute, die haben geplant, in 5 Monaten zu bauen. Die bauen 2 Jahre. Es gab Leute, die haben ein Dreivierteljahr geplant, waren im halben Jahr fertig. Gab es auch schon. Kommt ja noch an, wie es läuft. Da muss man gucken, ob man das irgendwo dazwischen schieben kann. Irgendwie sind da bestimmt Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wenn du viel selber machen willst, Stefan. Kann man bestimmt irgendwas machen. Nur eine volle Baustelle noch. Muss ich gucken, ob ich das irgendwo dazwischen geschoben kriege, weil so schon sehr voll ist, ne? Vor allem im Sommer geht ein Großprojekt noch los. Da muss ich gucken, wo ich noch viel, viel mehr Gewerke abdecke als nur Elektro. Ist natürlich für euch auch spannend, da seht ihr noch viel mehr. Weil da geht es auch zum Beispiel, Lüftungsanlage ist zum Beispiel ein Thema, was damit gebaut wird. Fußbodenheizung, Unmengen Technik, verschiedene Heizquellen, die gesteuert werden. Das wird ein ganz spannendes Projekt. Auch mit viel Sondersachen dabei. Das wird irgendwann im Sommer auch sein, wo ich auch sehr viel Zeit für brauche natürlich dann. Mal gucken. Aber jedenfalls klar, du kannst mir eine Mail schreiben oder eine WhatsApp oder sowas. Am besten eine WhatsApp mit deinen Kontaktdaten. Dann kann ich mal zurückrufen, dann können wir uns mal unterhalten oder so. Ist eigentlich halt was machbar. So, dann was ist das für ein Zellerschrank mit den Glastüren? Also, das ist kein Zellerschrank, das ist ein Ritthalsschrank, den ich da eingebaut habe. Wie die Glastüren habe ich selber gebaut, könnt ihr sehen. Da gab es das Video ja gestern zu, mit den Glastüren selber bauen. Und dann die mich in Social Media verfolgen, über Facebook oder Instagram. Da habe ich ja gestern Abend mal einen Post gemacht jeweils, für wie das in Pinna ist, der fertige Schrank mit Holzverkleidung drumherum aussieht. Der ist ja soweit fertig, bis auf jetzt die Sachen, die aus der Garage noch kommen, die kommen ja noch nachträglich. Aber da wird auf jeden Fall, kann man so viele Sachen selbst bauen. Aber wie gesagt, kontaktiere mich einfach und wir können mal drüber reden, ob ich das überhaupt irgendwie zeitig was hinkriege.
Ansonsten viel Videos gucken und viel selber machen. Das ist eigentlich so eine Devise. Dann schreibt der Roman Sattler, Hashtag KFA. Der Magus, vielleicht bist du ja schon mal drauf eingegangen und ich habe es nur übersehen. Darf man statt den teuren Hutschi-Netzteilen auch normale Schaltnetzteile verwenden? Denn wir sind ja alle Bastler. Schaltnetzteile an die Wand schrauben, verkabeln, Gehäuse drüber basteln, fertig. Zweite Netzteilfrage, wie viel Milliampere das Geberit-Netzteil zur Loxon-BC-Steuerung? 70 bis 100 Euro sind ja schon heftig. Da muss es ja auch andere geben, zum Beispiel ein 4,5 Universal-Netzteil mit einem Widerstand auf 4,2 Volt. Viele Grüße, also Grüße aus Wien und MSG Roman. Man kann auch normale Schaltnetzteile nehmen, klar. Auf die Wand schrauben, auf jeden Fall möglichst nicht auf eine Holzplatte schrauben, weil die werden ja richtig scheiße, so Netzteile. Es gibt ja auch Netzteile von Meanwell oder sowas, die sind gar nicht für die Hutschiene konzipiert, sondern die sind für Platten montiert, also für Wandmontage geeignet. Was man auch machen kann, man macht irgendwo eine große Metallplatte hin, schraubt die auf die Wand. Nachteil ist natürlich, da muss man durch Kabelkanäle bauen drumherum und sowas. Also da bin ich ein Freund von Hutschienennetzteilen, weil die kann man schön in den Schrank reinbauen und hat da so rundum ohnehin die Kanäle. Und wegen dem Anschließen, weil wenn ich so ein Teil auf die Wand schraube, dann muss ich ja auch irgendwas Dosen bauen und muss irgendwie die Kabel schön bauen. Hält natürlich auch auf, zeitmäßig. Ich weiß nicht unbedingt, ob diese Netzteile für die Schaltnetzteile viel billiger sind. Zum Teil vielleicht schon, ja. Die großen Meanwell-Netzteile, es gibt auch bis 600 Watt, glaube ich, Meanwell-Netzteile für auf die Wand. Aber die würde ich auf eine Metallplatte weggeschrauben wegen der Wärmeabfuhr. Kannst du auch machen, klar. Was wir auch schon gemacht haben, beim Kunden, der Schrank war randvoll, dann sind seitliche Netzteile für Wandmontage, die sind seitlich im Schrank hochgebaut worden, um überhaupt die Menge an Netzteilen noch unterzubringen. Haben wir auch schon mal gemacht. Um das zu lösen, aber wieder, da ist ja Blech dahinter. Es geht natürlich auch um Brandschutz und Wärmeabfuhr. Ne? Immer dran denken. Aber machbar ist das, kannst du machen. Das Geberit-Netzteil weiß ich leider nicht mehr, wie viel das hat. Aber wenn ich nächstes Mal auf der Baustelle bin, kann ich euch das sagen. Weil es wird dann das zweite Klo, wird ja auch so ausgestattet. Weil das erste hat jetzt die Fliese bekommen. Der sagt, es klappt einmal frei. Das zweite Klo wird ja auch noch dazu gemacht. Da kann ich mal ein Foto von machen, da kann man das Datenblatt gucken, was dabei liegt, kann nicht viel haben, also ist ein ganz kleines Mininetzteil. Aber kann man bestimmt irgendwie nachbauen in günstiger, da gebe ich dir recht, ja. Aber werde ich dann mal machen, wenn ich das nächste Mal das einbaue. Das war ja die Baustelle in Bayern. Dann schreibt Natascha S. Hashtag KFA, warum gibt es für das Gefummel in der Dosen noch keine Platine mit LSA Plus Leiste? Hashtag MSG. Ja, wäre eigentlich eine Idee, Natascha, dass ich so eine Platine mache, wo eine LSA-Leiste drauf ist, vielleicht irgendwas zwischen eine Schraube oder eine Stecklemmleiste. Aber ich glaube, die Nachfrage ist so gering, wenn ich da wirklich 100 Stück von mache, kann ich wahrscheinlich 10 Jahre wieder davon gezehrt. Wäre eine Idee, kann ich mir mal Gedanken darüber machen, ob man irgendwie so einen Adapter irgendwas mal bauen kann. Wo ich irgendwie eine Platine habe, wo ich das... das wäre eigentlich eine Idee, wenn man irgendwie so macht, dass man das Nano, habe ich ein Nano hier? Ne, ich glaube nicht. Nano DI3, wo man den irgendwie oben so drauf steckt. Das sind ja die Steckerleisten, wo man den Stecker einsteckt, steckt das oben drauf und hat nicht den Kabelbaum dran, sondern hätte dann einfach neben eine Leiste drauf, zum Anschließen. Müssen wir gucken, weil das muss ja extrem klein sein, dass auch in die Dose reinpasst, auch eine normale Dose. Könnt ihr mir mal Gedanken machen, wäre eine Idee. So für Fensterkontakte sowas irgendwie zu bauen oder wo ich eine LSA-Leiste oder so, können dass wir die aufklackern, die das Kabel was kommt und hab das andere dann oben zum draufstecken. Wäre eine Idee, gucken, ob ich auch mal so klein und kompakt bauen kann, weil eine LSA-Leiste, die hat ja schon eine gewisse Länge. Aber so eine kleine Leiste wird ja schon in so eine Dose reinpassen, wenn man dann hier neben noch so kleine Klemmen hätte, wo man dann die Kabel einfach dann drauf macht, schiebt die einfach rein, hätte was. Mach schon mal Gedanken drüber, für Fensterkontakt oder so. Wäre eine Idee, danke schon mal für den Tipp, kann schon mal Gedanken machen. Das heißt, wenn man eine geringe Stückzahl macht, dann kostet vielleicht die Platine, kostet dann vielleicht, was weiß ich, 50 Cent mehr oder sowas. Aber wenn eine Idee, dann mach schon mal Gedanken drüber. Mhm. Dann schreibt Gerd Steh, Hashtag KFA, hi Markus, warum machst du denn auf die Türen ein anderes Schloss? MSG. Also Gerd, warum? Weil ich sag mal, diesen Ritthalsschlüssel, ich habe natürlich als Elektriker, jeder gute Elektriker hat so einen Ritt, also so einen Schaltschrankschlüssel immer am Mann. Ne? Aber meistens der Schlüssel verschwunden, man weiß nicht, dann wird in der Pin rausgebrochen, mit dicken Schraubenzieher oder sowas. Dann mache ich entweder, wenn Kinder im Haus sind, mache ich eigentlich mit so einem kleinen Schlösschen, wo ein kleines Schlüsselchen irgendwo im Schlüsselkasten oder so gibt irgendwo. Ist eine Standardschließung dann. Oder mit dem Druckknopf, wo ich einfach drauf drücke, springt nach vorne und kann die dann, muss ich dann weiter aufziehen und kann die Tür dann öffnen. Wenn Kinder im Haus sind, natürlich der Druckknopf blöd, weil die Kinder könnten dann auch dran. Da natürlich mit einem kleinen Schlüsselchen, aber sonst könnten wir ja bei normalen erwachsenen Leuten auch einen Druckknopf machen.
dann springt das Schloss ein Stück vor und dann muss man nochmal mit Schwung ziehen und dann kann man die Tür aufziehen. Deshalb bin ich kein großer Freund von diesem Schlüssel. Klar, in der Industrie ist der Standard, aber daheim kann man manchmal ein anderes Schloss noch dran. Wenn den Penner noch kommen, ich habe es bestellt, gucken wir dann, wenn er das nächste Mal da bin, tausche ich das aus. So, dann schreibt Boris P. So lange Schnitte würde ich nie gerade hinbekommen. Warum nimmst du dann nicht Doppelpunkt, Ritterl und so weiter? Da geht es um das Video, wo ich die Glastüren gebaut habe. Also, die langen Schnitte würde die kriegst du gerade hin. Ich habe mal einen Strich gemacht und tust dann die Millimeter-Trennscheibe fährst du einfach da an dem Schnitt entlang. Und zwar tauchst du irgendwo ein und dann fährst du genau gerade, fährst du entlang. Kriegt man hin. Also, ist nicht weltbewegend. Man darf nur eben keine Angst vor Funken haben. Ne? Meine Hose ist auch ein bisschen rau geworden an irgendeiner Stelle, wo das hier neben die ganze Zeit gegengespritzt ist. Aber da muss ich drauf achten. Aber sonst kriegt jeder hin. Also. So, warum ich das jetzt von Ritterl Original nehme? Ganz einfach, weil von Ritterl Original gibt es keine doppelten Türen mit Glas. Von Ritterl gibt es nur den 60er Schrank und den 80er Schrank kann man eine Glastür optional dazu bestellen. Also extra kaufen. Sonst hätte ich natürlich eine fertige Glastür wahrscheinlich genommen, weil das schon ein bisschen Arbeit ist. Aber jetzt haben wir die ganzen Schränke, die wir die ganzen letzten Jahre gebaut haben, sagen wir mal, seit 2015 habe ich das erste Mal ein Smart Home gemacht, damals noch mit der alten Firma. Und die ganzen Häuser, da haben wir alle Schränke sind ausgeflext worden, mit Türen versehen, weil wir meistens doppelte Türen hatten oder hatten Sondermaß. Und dann haben wir manchmal einen Meterschrank gehabt, gibt es ja auch keine Tür für. Deshalb da immer, habe ich so gelöst, weil es keine Originaltüren dafür gibt, ist leider so. Aber es geht ja auch, macht ja auch Spaß, mal ein bisschen das Handwerk so zu zeigen, was alles geht und machbar. Ne? Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht zutraust mit dem Schnitt, aber es gibt ja genug, einfach hier mit Nachbarn mal fragen, irgendwo, wenn jemand der Schlosser ist oder sowas, euch das zutraut, das ausgeschnitten, das geht ja schnell, habt ihr gesehen, das war jetzt kein Hexenwerk. Ne? Einmal jemand fragen, es gibt genug Leute, die das sich zutrauen. Ne? Und das Einkleben geht ja auch schnell, habt ihr gesehen, mit dem Scheibenkleber. Ne? Da könnt ihr jedenfalls, wenn ihr noch Geld sparen wollt, zu einer Autowerkstatt gehen oder was ich hier, wenn irgendwo so eine Carglass oder irgendwas in der Nähe ist, hier, was kostet bei euch eine Kartusche, vielleicht kann man da einen günstigen Deal machen oder so. Muss den Frontscheibenkleber sein, man rollt euch den Primer dazu, dass es auch hält, muss vorher schön sauber sein, aber das hält bombisch, ist ja für eine Autofrontscheibe, auf Autoscheiben gedacht, das Zeug. Ne? Dann schreibt H&G Events. Hallo Margus, ich bin's nochmal. Hashtag KFA, warum dimmt man LEDs eigentlich mit PWM? Und nicht, indem man die Spannung verringert. Lieben Gruß, MSG. Also, warum mit PWM gedimmt wird, hat eigentlich folgende Bewandtnis. Aber PWM-Dimmung arbeitet im Prinzip so. An, aus, an, aus, an, aus. Und je länger die Pause dazwischen ist, ist das für das Auge, als wäre es gedimmt. Ne? Obwohl die eigentlich immer volle Helligkeit haben, ist nur dieser An-Aus-Faktor wird entsprechend dann eingestellt, ist diese PWM-Dimmung. Ne? Pulsweitenmodulation. Ne? Puls weiter, halt eben, je weiter der Puls auseinander ist. Wenn man die Spannung bei einer LED verringert, wird die nur minimal dann dunkler und flupp ist sie aus. Ne? Also da kann ich nicht wirklich von sauber hoch und runter dimmen. Funktioniert, kannst du dir mal ein Netzteil anschließen, da siehst du, dass die LED kann ich nicht, sag ich mal, von ganz schwach dauernd bis volle Helligkeit steuern. Und meistens braucht die LED auch eine Mindestspannung, dass die einschaltet. Manchmal kannst du runterdrehen, machst aus, schaltest wieder ein, die LED geht nur an und erst die Spannung ein bisschen höher drehen, dass überhaupt die LED wieder angeht. Deshalb ist das, weil die LED ist ein Halbleiter und nicht eine Glühbirne mit einem Glühdraht drin. Die brauchen eigentlich eine Mindestspannung und einen konstanten Strom dazu. Da war die ja meistens hier dabei, von mir aus, wenn ihr so ein Datenblatt guckt, bei einer LED von mir aus 2,2 Volt, 20 mA. Oder die LEDs, die ich hier einsetze, hier, die sind etwas teurer. Das sind nur LEDs, die brauchen nur 2 mA. Deshalb kosten die was, das Zehnfache von einer normalen LED. Aber dafür brauchen sie auch keinen Strom, weil wenn ich jetzt hier massig LEDs drin hätte, die würden ja richtig Strom verbrauchen. Deshalb halt nur 2 mA, was hier drin gezogen wird. Und das ist ja belanglos. Ne? Dann schreibt Konstantin Hanecke. Hi Margus, Hashtag HFA. Gibt es bei den Ritterl-Schränken Zubehör, was man definitiv mitbestellen muss, wie zum Beispiel Kabeleinführung oder ist das alles dabei? Der Sockel ist wohl extra, wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt es da noch weiteres zu beachten, was man auf jeden Fall mitbestellen, beziehungsweise was man dran denken sollte? Grüße aus dem Pott, Hashtag MSG, Konstantin. Also Konstantin, wenn du den Schrank bestellst, ist nur der nackige Schrank, wenn du jetzt einen normalen Schrank bestellst, und zwar die Schränke, die ich bestelle hier,
bei der Serie, das sind welche ohne Seitenwände. Die Seitenwände bestelle ich separat. Es gibt auch Kompaktschränke, wo das direkt in einem Stück ist, aber ich bestelle das Modell, diesen Standardschrank, wo man die Seitenwände separat kaufen muss, weil ich muss den Schrank ja zerlegen, um ihn transportieren zu können. Wenn du jetzt genug Manpower hast, einen ganzen Schrank an einem Stück, wo der komplett als fertiges Teil ist, einbauen. Da gibt es natürlich von Ritter auch eine Serie, die diese Kompakt heißen nicht, wie heißen die? Gerade mal gucken. Ritter.de. Die heißen nämlich, glaube ich, die VX-Schränke, bin ich jetzt nicht sicher, die heißen, glaube ich, anders. Weil die VX-Schränke, die ich jetzt einsetze, das sind ja diese Systemschränke. Schrank, wo haben wir denn hier? Schranksysteme. So, und zwar der Anreißschaltschrank, da muss die Seitenwände mitbestellen. Also so wie ich das, da heißt der Schrank hat vorne die Türen, der hat ein Dach, hat unten diese Bodenbleche innen drin und hat eine Rückwand und eine Montageplatte. Das ist der Standardschrank, da muss ich Seitenwände extra bestellen. Und dann gibt es ja noch den Einzelschrank SE8. Ne? Das ist komplett aus einem Stück, ist das Teil. Da braucht man nämlich keine Seitenwände bestellen. Und was man dann dazu bestellen muss, den Sockel, der besteht immer aus zwei Artikelnummern. Einmal die Seitenteile und die Frontteile und Rückteile. Also Frontteil, Rückteil ist ein Pack und die Seitenteile ist ein Pack. Ne? Also das sind zwei verschiedene Artikelnummern, weil jeder Schrank tiefer halt eben das Seitenteil, der dann sich ändert. Und da gibt es dann noch die zwei verschiedenen Höhen. Gibt ja 100er und 200er Sockel. Und dann die Kabeleinführung sind keine dabei, ist eine geschlossene Stahlblechplatte. Und dann seht ihr auf dem Video in Bayern, habt ihr gesehen, auch im Pirna, wo ich dann immer die Löcher oben reingeschnitten habe für die Flanschplatten. Flanschplatten. Und zwar nehme ich folgende. Die sind mir ganz blöd zu finden da auf der Ritterl-Homepage. Und zwar die SV9665.770. Diese Kunststoffdischplatte hier mit diesen Gummimembranen hier, die man hier abschneiden kann. Die nehme ich immer, weil die kann man schön gerade ausschneiden und dann ist hier so eine Gummidichtung drumherum, wo man die dann einsetzt. Ne? Die nehme ich immer. Die sind so blöd zu finden, weil die normalen Flanschplatten, die da überall drin sind, die haben ja keine Gummidichtung, die sind ja für andere Schränke gedacht, wo fertig so eine Ausstanzung drin ist. Dann nehme ich die Variante und schneide mir die entsprechend aus. Ne? Es gibt noch so andere spezielle Schränke, aber die haben keine Montageplatte wieder drin. Das sind welche, wenn ich so richtig so aufbaue mit normalen Hutschienen und sowas alles, so ein fertiges System, wie es von Ritter ja auch, was natürlich wesentlich teurer ist. Die brutale Industrievariante, das ist extrem stabil, das System. Da hast du Sonderschränke, die sind dann mehr als 1100 breit. Und da gibt es fertige Dachbleche mit so Ausstanzungen, wo die Platten direkt reinpassen und sowas alles. Aber da wird das System innen drin sehr teuer. Ne? Das heißt, bei den normalen Schränken einmal die Flanschplatten und den Sockel separat bestellen. Und wenn man den VX-Schrank nimmt, dann auch die Seitenteile dazu bestellen. Die gibt es auch in verschiedenen Tiefen, je nachdem wie tief der Schrank ist. Also ich nehme ja standardmäßig den 400er Schrank. Ne? Dann schreibt Katzendrama. Hashtag KFA. Hallo Markus, mich würde mal interessieren, wie viele der Zuschauer noch in der Planung stecken, wie viele sich dafür nur interessieren und wie viele schon ein Produktivsystem einsetzen. Kannst du ja morgen bei den KFAs eine Umfrage zum Video hinzufügen? Ja, kann schon machen, das stimmt. Ich füge das gleich mal ein, da könnt ihr mal abstimmen, oder abstimmen, sondern einfach mal sagen, ihr habt ihr schon ein System, zum Beispiel habt ihr ein Loxon-System, oder seid ihr gerade in der Planung oder seid ihr gerade am Bauen oder sowas, da kann ich mal eine Abstimmung oben einblenden. Da könnt ihr dann abstimmen, ja, kann man machen. Dann schreibt Gerti guter Wunsch. Hashtag KFA. Hallo Markus, kannst du mal die Bezeichnung von dem Schrank durchgeben? Das war in Bayern. Was war das für ein Video? War das der zweite Schaltschrank? Jetzt muss ich selber gerade mal gucken bei dem Original, weil ich habe es ja nur ausgeschnitten. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier bei den Kommentaren. Bezeichnung von dem Schrank, welches Video das ist. Beng, zweiter Schrank und Hausanschluss. So, der zweite Schaltschrank, da müsst ihr jetzt selber gerade gucken, was das für einer war. So, auf der Ritterl Homepage, wenn ihr da guckt, bei Kompaktschaltschränke. Radar, radar, radar. Tja, mein Internet ist eben nicht so schnell. Aber das kann ich zumachen, weil der lädt wahrscheinlich jetzt hier. Und zwar ist das Schranksystem AE.
Was ist eine AE-Mikro-Seite? Gibt es da nochmal eine spezielle Seite für oder was? Testen Sie Ihre Aufbaugeschwindigkeit? Nein, ich will eigentlich. Ich will die Typen sehen. Kompaktschaltschrank AE. Ach, ich muss mal weiter runter scrollen. Ja, Markus, natürlich blöd, ne? So, und zwar. Müssen wir gucken. Der Schrank war, glaube ich, hoch. Wo ist denn die Höhe? War das Meter? Ich habe Meter. Das war der Meter 20 hoch und 600 breit. Das ist der AE1260.500. Und den gibt es auch noch in 800 breit. Dann ist das der AE1280.500. Also die AE-Serie, das sind diese Stahlblechschränke, wo es keine Standschränke sind, sondern die kleinen Wandschränkchen. Ne? Da gibt es auch nochmal das Kompaktsystem CM, gibt es auch nochmal. Das gibt es zum Beispiel auch 1400 hoch, einen Meter breit und sowas, dann 300 tief, gibt es auch mit zwei Türen. Da gibt es immer eine riesen Auswahl und so teuer sind die Schränke echt nicht. Also wenn man überlegt, was man mittlerweile für einen Hager Leerschrank ausgibt, da bin ich immer ein Freund, also bei diesen Ritthalsschränken, weil ich da modular aufbauen kann, ich habe eine richtig dicke Montageplatte drin, die wahnsinnig Wärme ableiten kann und ich bin komplett flexibel im Aufbau. Das macht ja auch richtig Spaß, das aufzubauen. Auch wenn, wenn manche denken, Gewinde schneiden, bohren, ist so viel Arbeit, ne, ist es nicht. Das geht so schnell und das sieht nachher echt geil aus. Ne? Also diejenigen, die das nicht gesehen haben, guckt mal auf Facebook oder auf Instagram, auf dem Allround-Bustler-Post, auf unserem Kanal, von dem Video, sag ich, von dem, die Bilder von gestern Abend, von dem Schaltschrank und ihr werdet begeistert sein, das sieht richtig geil aus und mir macht es auch richtig Spaß, das dann anderen zu präsentieren. Da kann man selber stolz drauf sein, wenn das dann sowas gebaut hat. Ne? Ach, das waren schon alle Fragen. Das war eine ganze Menge trotzdem. Das waren 27 Stück. Das war es dann für heute mit den Fragen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte jedenfalls auch Spaß. Jetzt tue ich noch schnippeln. Dann ist es nachher online. Und ich hoffe, dass ich auch gleich noch schaffe, hier die Steckers und alles, dass die auch gleich schon im Shop drin stehen und so Sachen. Also sind auf jeden Fall die Tage neue Produktneuheiten noch geben. Von uns, nicht von Loxone, sondern von uns. Die ich dann auch noch vorstelle. Ja, macht's schwer gut. Bis die nächsten Tage. Ciao.